Du willst mich also essen? Nicht ohne meine Schale! Du kannst mich mal. Hey Leute, ich wurde nicht nominiert zur Lemon Face Challenge. Nichtsdestotrotz werde ich diese Challenge doch machen, denn ich war schon immer drauf scharf, mir eine Zitrone in den Mund zu schieben, nachdem ich eh schon ein Eisbad hinter mir hatte. Ui. Das mache ich hier nur. Das Ganze hat natürlich auch einen gewissen Nutzen, denn nicht jeder YouTuber hat gerade einen besonderen Fetisch auf Zitronen oder gerade Hunger auf eine ganze Zitrone. Sondern wurde das Ganze von YTD gestartet und hilft der Welthungerhilfe, indem ihr dort eine SMS schickt, wenn ihr diese Challenge macht. Und wenn ihr sie nicht macht, sollte man normalerweise 50 Euro bezahlen, aber ich bin ja der Meinung, dass jeder Cent zählt. Von daher spendet einfach das, was ihr für richtig haltet, also einmal 5 Euro, zweimal 5 Euro oder keine Ahnung, wie viel ihr dafür ausgeben wollt. Jeder Geldbeutel ist da ja ein bisschen anders. Wenn ihr also sogar schon ohne diese Aktion Lust habt zu spenden, dann guckt mal da unten in die Videobeschreibung. Dort steht die SMS-Nummer, wo ihr das hinschicken müsst mit dem bestimmten Betreff. Das ist, glaube ich, mal gucken. Mit dem Betreff Hunger an 81190. Einfach mal machen. 5 Euro, das sind nicht viel. Ich kann euch übrigens einen Tipp geben, wenn ihr so eine scheiß Zitrone schneidet, dann reibt euch nicht in den Augen, das brennt. Und nun kommen wir zu dem Ding hier. 3, 2, 1, los geht's. Das Ding ist widerlich zäh und greift meine Zähne an. Im Übrigen solltet ihr danach nicht die Zähne putzen. Nicht gut. Oh, meine Augen drehen. Also ohne Witz, ich habe Pipi in den Augen und meine Haut hat Gänsehaut. Ich versuche mich jetzt zu beruhigen. Meine Cola kann ich nicht mehr trinken, die sieht irgendwie voll eklig aus jetzt. Weil der Saft war irgendwie doch ein bisschen zu viel. Ich habe diese lose Haut in meinem Mund. Ich hau sie mir jetzt mal irgendwie noch runter. Irgendwie kriege ich das hin. Mal gucken. Uno momento. Also ich hatte keine Ahnung. Ich habe irgendwie so eine extrem junge gehabt. Also so eine halbwegs grüne noch. Und ich habe mega meine Zähne angegriffen. Das hat voll sich voll komisch angefühlt. Im Übrigen habe ich einen Zuschauer, oder ja, Zuschauer, wie man es nennen kann, ne? Hier, kleinen Pupi. Pupster denkt sich, es ist spät, es ist gerade, glaube ich, 3, 4 Uhr. Ich mach's einfach mal mitten in der Nacht. Scheißegal, ob meine Eltern schlafen. Ansonsten kann ich euch sagen, sorry, wenn ich jetzt was trinke. Mein Geschmack im Mund ist so säurehaltig. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, spendet an den SMS-Link da unten, also los, haut mal was drauf, egal ob ihr diese Aktion macht oder nicht. Also Leute, haut rein und macht nicht den gleichen Fehler wie ich und seid so männlich und haut euch eine Zitrone rein, wo ihr die Schale nur so ganz wenig abschneidet. Das ist ein bitterer Fehler, weil das kriegt man kaum runter und man muss sich dauernd über... dauernd einen Würgereiz. Also, ciao Bella Cinderella, tschüss Leute, bui! Zu guter Letzt, bevor ich es vergesse, nominiere ich Clemens Alive, Mr. Morgame und Master Jam. Viel Spaß, Leute!